Wir haben Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau. Wir haben auch die entsprechend erforderlichen Stützwände, Lärmschutzwände errichtet, sodass wir hier tatsächlich von einem kompletten Umbau auf diesen 2,3 Kilometern reden können. Am Anfang gab es natürlich viele Befürchtungen der Anwohner hier in Leipzig, gerade hier in dem Streckenabschnitt. Aber mit der Bauzeit und mit den tatsächlichen Auswirkungen hatten sich dann die Anwohner sehr zufriedenstellend rückgeäußert. Wir haben es geschafft mit meinem Team und natürlich auch zusammen mit der Bauüberwachung und den ausführenden Firmen, hier das Projekt wirklich am Ende zu einem erfolgreichen Projekt werden zu lassen. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und alle blicken relativ stolz auf das Projekt zurück. Ja, wir befinden uns hier auf dem neuen Haltepunkt Anger-Krottendorf. Es ist jetzt ein moderner Mittelbahnsteig geworden mit behindertengerechten, also barrierefreien Zugängen, um ganz einfach die Anwohner hier leichter zu unseren Bahnanlagen führen zu können. Ja, ich würde Ihnen ganz gern etwas über eines der maßgeblichsten Projekte im Knoten Leipzig in den letzten 10 Jahren erzählen, nämlich über das Projekt 7EÜ von Leipzig-Engelsdorf bis Leipzig-Stötteritz. Wir haben hier in dem Streckenabschnitt insgesamt 2,3 Kilometer 7 Eisenbahnüberführungen erneuert. Diese sind natürlich auch Namensgeber für das Projekt gewesen. Insgesamt sind es aber tatsächlich 9 Eisenbahnüberführungen, weil man im Zuge der Planungsphasen und der Realisierungsphase dann noch das eine oder andere Projekt geändert hat bzw. noch dazugenommen hat. Klaus, hörst du mich? Hier, ich bin gerade am Haltepunkt. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ich bin mit dem Aufzug gefahren, ja. Ja, also wir haben in 2018 angefangen mit der Baumaßnahme. Wir haben Brücken zurückgebaut, haben Hilfsbrücken eingebaut, sodass wir die Bauzustände oder den ersten Bauzustand auch richtig einbauen konnten. Das war zum Beispiel an der EU-Kunnersdorfer Straße und an der EU-Zwenforder Straße. Hier haben wir, wie gesagt, den Eisenbahnbetrieb über Hilfsbrücken weitestgehend auch während der Bauphase realisiert, sodass wir während unserer Baumaßnahme auf dem insgesamt 2,3 Kilometer langen Abschnitt fast immer bis auf wenige Totalsperrungen Eisenbahnbetrieb fahren konnten. Neben diesen Eisenbahnüberführungen haben wir natürlich auch den kompletten Streckenausbau, sprich Gleise, Weichen, Oberleitungen, wie man sieht, die, ich sag mal, tangierenden Maßnahmen wie Lärmschutzwände und natürlich auch Stützwände errichtet. Insgesamt 2,3 Kilometer hier in Leipzig, mitten in der Innenstadt, haben wir hier im Projekt realisiert. Natürlich in Abstimmung mit der Stadt Leipzig und folgend dem grünen Band von Leipzig. Neben diesen Lärmschutzwänden haben wir aber auch sogenannte Schienensteigdämpfer. Diese sind an fast allen Streckenbereichen, Streckenkilometern hier installiert und damit wird das Wohnen an und neben unserer Eisenbahn für die Anwohner natürlich erträglicher. Vielleicht noch eine Aussage, warum wurde der Lärmschutz erforderlich? Nach dem Abzweig Anger schließt sich jetzt ein Abschnitt an, in dem die Wohnbebauung links und rechts der Strecke vorhanden war und auch vorhanden ist. Hier kann man erahnen, wie nah wir tatsächlich an der Wohnbebauung bauen mussten. An den engsten Stellen war es tatsächlich weniger als 1 Meter, als das Baugerüst vorm Küchenfenster sozusagen stand. Ja, also dort haben wir natürlich die Anwohner schon arg strapaziert. Ja. Aber dadurch, dass wir sie offen und ehrlich immer mitgenommen haben, gab es kaum Probleme.
wir können heute sagen, dass wir zusammen mit der Bauüberwachung, meinem Team und natürlich auch den beteiligten Baufirmen hier das Projekt 7EÜ in Leipzig zu einem erfolgreichen Ende geführt haben. Ja, am Ende bleibt mir natürlich nur eins zu sagen. Ganz groß Danke. Danke für alle Leistungen, die hier im Zuge des Projektes erbracht worden sind. Dank vor allen Dingen auch an alle am Projekt Beteiligten. Von der ersten Planungsphase an bis zur letzten Inbetriebnahme. Das war eine großartige Leistung und ich glaube, darauf können wir alle sehr, sehr stolz sein.